Thomas Mohr, die Schützen. Timo und Amman, ein über die beiden Ohren verliebtes schwules Studentenpaar. Sehr ernsthaft betreiben sie ihr Studium, sehr ernsthaft ist es ihnen, um ihre Beziehung zu tun, und sehr grundsätzlich können sie werden, wenn es um die reine Lehre geht, insbesondere Timo. Denn das Einfachste wäre, für Amman einen Aufenthaltstitel zu bekommen, indem sie sich eine eingetragene Partnerschaft verschaffen. Aber Homo-Ehe ist was für Rückwärtsgewandte, findet Timo. Und so scheidet dieser Pragmatismus aus. Grundsätzlich kann Timo auch werden, wenn es um die Geschichtswissenschaft geht, die er studiert. Er unterscheidet da sehr feinsinnig und gerne klassisch zwischen Denkmal und Überrest, ganz im Sinne Dreusens. Oral History, was er als Fach belegen muss, findet er eher etwas für Weicheier. Und so zickt und bockt er da herum, bis die Zeit vertrödelt ist und ihm eigentlich nichts mehr anderes übrig bleibt, als die Geschichte seines Großvaters als Seminararbeit zu verbraten. Seine Großmutter hat sich an ihn gewandt, sein Großvater will seinem Enkel unbedingt noch seine Geschichte erzählen. Was es damit auf sich hat, das kann Timo noch gar nicht ahnen. Und er begibt sich auch da wieder nur sehr widerwillig nach Rostock, wo sein Großvater lebt, und hört sich alles an. Das dauert ein bisschen, bis der alte Herr aus sich herauskommt, und dann entpuppt sich eine der packendsten Geschichten, die insbesondere Timo bisher gehört hat. Sein Großvater Ernst war im Krieg unsterblich in seinen Vorgesetzten Gero verliebt. Die beiden waren Flieger und kamen im Zweiten Weltkrieg einigermaßen herum, von der Ostfront über Afrika nach der dänischen Grenze. Alles hatten sie gemacht, zum Schluss sogar Flüchtlinge geschmuggelt. Ein sehr aufregendes und natürlich sehr gefährliches Leben und eine schwule Liebe zu einer Zeit, wo das natürlich gar nicht offen ging. Letztlich scheiterte diese Beziehung an Fehlentscheidungen, an Fehleinschätzungen vor allen Dingen. Am Kriegsende rettet Ernst noch seinen Gero vor dem Zugriff der Schergen. Und als es nach dem Krieg sogar ein Wiedersehen geben könnte, auch da wieder eine Fehleinschätzung, die diese Liebe zerstörte. Timo ist einigermaßen erschüttert, zumal der Großvater, der ihm eine unglaublich packende und erschütternde Geschichte geliefert hat, gar nicht wissen kann, wie fatal und wie falsch er eigentlich immer wieder gelegen hat und wie tragisch eigentlich seine Geschichte in Wahrheit war. Das findet Timo nämlich dadurch heraus, dass er die Geschichte des Großvaters anhand der Aktenlage, der Archivbestände verifiziert und herausfindet, was sein Großvater gar nicht wissen konnte. Ein großartiges Beispiel von Geschichtsforschung tut sich auf. Das Ganze wird auch noch gespiegelt an der Geschichte von Timo und Amman, die, man kann sich denken, wenn es da ums Grundsätzliche geht, ob da die reine Lehre der Homo-Ehe vertreten werden kann oder nicht, auch einige Fehleinschätzungen mit sich führt. Und das hat Thomas Mohr ganz großartig inszeniert. Immer wieder wechseln die Zeiten, Gegenwart, die Zweite Weltkriegszeitebene, immer im raschen Wechsel kommen die nacheinander. Und was er vor allen Dingen erzähltechnisch gemacht hat, und das macht das Buch weit mehr noch als so ein historisches, schwules Lehrstück, ist, dass er ganz fein literarisch anzudeuten versteht, wenn sich Parallelen aufbauen. Die werden gar nicht genannt. Die spürt man beim Lesen von selbst. Wenn sich die Sprungfedern im Bus, als Timo seinem Amman in Syrien hinterherfährt, auf einmal in Timos Hintern bohren, und wenn sich dann später in der Erzählung, in der Geschichte viel früher, die Sprungfedern auf dem abgerollten Sitz vom Zug von Rostock nach Lübeck auch seinem Großvater Ernst in den Hintern bohren. Das sind kleine Feinheiten, die zum Denken anregen, eigene Bilder beim Lesen heraufbeschwören und diese Geschichte noch viel größer machen, die uns darüber nachdenken lassen, wie gehen wir mit schwuler Geschichte um, wo holen wir sie uns eigentlich her, wer macht das für uns, da sind wir natürlich alle wieder selber dran, und wie wichtig es eigentlich ist und wie großartig und spannend, sich mit schwuler Geschichte zu befassen. Thomas Mohr, die Schützen.